meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, ich habe heute mal ein kleines USB-Problem wegen meinem bösen Handy. Das verbraucht zu viel Strom. Ja, und ich lade mein Handy normalerweise an so einem Step-Down hier mit 5 Volt USB, aber leider nur 500 mA. Jetzt habe ich gestern mal ein bisschen geguckt. Mich hat oben ein Astra ein bisschen gequatscht. Liebe Grüße an der Stelle. Bei mir geht die Schaltung nicht mehr gut. Vielleicht der Vorwiderstand auch zu hoch. Ich habe 400K-Bodies genommen. Das wäre die Schaltung, die auch im Discord ist, habe ich so jetzt nicht hingekriegt, mein Guter. Aber ich habe dann im Internet mal ein bisschen geguckt und gelesen, dass ein Widerstand auf den Datenleitungen das auch machen könnte. So, jetzt stecken wir hier mal an. So, also ich habe einfach hier einen Step Down von 12 Volt auf 5 Volt eingestellt. Die Dinger gibt es für ein paar Euro, eBay, Chinamann, überall. Dann auf Plus und Minus von so einem alten PC Frontpanel-Anschluss. Und ja, wie gesagt, die Datenleitung einfach, also grün und weiß, einfach ein Widerstand so 100 Ohm bis 1K ungefähr. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal, klammern wir mal an. Es lädt. Mein Labornetzteil sagt 600 mA. Aber hier wird ja noch transformiert. Relativieren wir mal. Gucken mal, was jetzt in den Akku reingeht. 1,6 Ampere. Oh. Ich denke, das ist erfolgreich. Ich müsste hier noch ein paar Kühlkörper ranmachen, weil das Ding ganz schön warm geworden ist bei 1,6 Ampere. Ja, jetzt kann ich mein Handy ein bisschen schneller laden als mit nur 500 mA. Also es ist ganz einfach, irgendein altes USB-Verlängerungskabel, weil ihr braucht hier die Mutti. Und ja, dann normalerweise ist Rot Plus und Schwarz Minus. Das macht dann Step Down ran, stellt ihn wie gesagt auf die 5 Volt ein. Und an den Datenkabeln macht er hier so einen Widerstand und dann funktioniert das. Et lädt. Mal sehen, wie lange der dauert. Ich denke mal, das ist eine halbwegs gute Geschichte. Mal sehen, wie warm das hier wird. Brauchst du vielleicht noch einen kleinen Lüfter oder so. Mal gucken. Ist auf jeden Fall auch effizienter. Das ist hier mit einem Festspannungsregler. Der hat höchstens 80% Wirkungsgrad. Wird auch mega warm, die Kiste, wenn das Handy lädt. Und ja, das Ding müsste über 90 haben. Ja, wird schon ein bisschen warm. Na gut, ist auf jeden Fall, denke ich, eine geile Sache. Ich werde das jetzt noch ein bisschen zusammentüdeln hier, dass es nicht ganz so katastrophal aussieht, aber es wird trotzdem eine chaotische Sache. Na, ich baue es mal zusammen. Ich habe jetzt mal hier eine kleine Box gebaut, weil das mit den Kühlkörpern geht nicht. Der Step Up, der ist komplett scheiße. Step Down, der ist nicht so wirklich gut. Ich habe jetzt noch einen Kondi an Ausgang gemacht, der läuft noch ein bisschen besser. Aber das Grüne vom Ei ist es wirklich nicht. Ja, deswegen der kleine Lüfter hier, der zieht so ungefähr, ja, ich bin nicht 50 mA. Ungefähr. Und ich habe jetzt mal das Handy schon angesteckt und hier nochmal ein Kabel aufgemacht, damit wir den Strom nochmal messen können, der ins Handy geht. Halbes Ampere. Und hier seht ihr es. 1,7 Ampere wird jetzt das Handy geladen. Funktioniert. Supi. Ich habe den Widerstand rausgemacht, ich habe einen Kurzschluss einfach auf die Datenleitung, geht auch. Fertig. Jo, einmal frei. So, die Box ist fertig. Mal nochmal verschlossen ist auch. Ach, die Ecke geht nicht ganz zu. Egal, da hält der Lüfter besser. Stöpseln wir hier nochmal ein. In Ampere, nicht ganz bei 12 Volt, also grob 1 Ampere, nur 12 Watt, der Lüfter, naja, keine Ahnung. Also ich denke mal, so ungefähr 8, 9 Watt wird jetzt das Handy geladen. Ha, schön, funktioniert. Was ich noch dazu sagen wollte, ihr habt ja gesehen, in der Box war keine Sicherung drin, die ist hier im Stecker, ne? Weil ich das ja an meiner 12 Volt Buchse hier dann, oder an den so einen 12 Volt Verteiler hier betreibe, ne? Also unbedingt Sicherung reinmachen, wenn er hier solche Sachen konstruiert. Ja, funktioniert auf jeden Fall, supi.